Ich bin Alina Buchschacher und das ist unser Roster Kalalu. Der Kalalu, den haben wir selber gezüchtet. Wir haben mit der Stute von meiner Schwester haben wir gesagt, ja, komm, jetzt probieren wir einfach mal. Und haben einen Hengst ausgesucht. Und er ist dann im 14. Ist er geboren. Die Idee war eigentlich für uns so ein Familienross in dem Sinne zu züchten, wo wir hier und da mal an einen Konkurs gehen können oder ausreiten und sonst ein bisschen pflegen. Er ist das rausgekommen. Mit dem haben wir nicht gerechnet. Wir haben wirklich das Gefühl gehabt, ja, eben, etwas Gemütliches. Und als wir dann gesehen haben, was daraus geworden ist, haben wir dann gefunden, ja, lassen wir vielleicht jemand anderes ein bisschen einreiten und ja, bereiten. Er ist ein sehr temperamentvolles Ross. Er ist schon als klein ist auch über Brunnen gesprungen, über Zäune. Also wirklich ein richtiges Kraftpaket. Und er hat schon immer seinen eigenen Willen gehabt. Also wir hatten alle recht Mühe mit ihm. Ja, also wirklich, es ist ein super Ross. Und auch unsere Kinder um und so ist er mega lieb. Er hat ein gutes Herz, aber einfach ein bisschen viel Power, und er aber nicht weiss, wie bremsen. Da gibt es definitiv Parallelen. Es sind beide so ein Sportwagen, die aber nicht wissen, wie bremsen. So. Genau, das habe ich eigentlich wirklich auch schon von mir gehört. Es ist noch so erstaunlich zu sehen, Rossi hat meistens den Spiegel von ihm. Und ich merke, aber, wenn ich um mich herum bin, und er so sensibel ist, dass ich mich auch zuerst ein bisschen regeln muss. Was vielleicht bei anderen Rossen ein bisschen einfacher ist, weil sie ein bisschen ausgeglichener sind, sagen wir es mal so. Aber er ist wirklich ein super Spiegel. Man spürt, man merkt, also man lernt sich dann wie besser kennen selber. Als er noch klein war, ist er über den Zaun weg, und das hat er wirklich noch jemand gemacht. Und dann wollte ich wieder einfahren. Bin ihn geholt, an einem Strick geführt. Und dann ist er mit mir ab. Ich habe noch probiert zu heben. Dann hat er mich wirklich mitgezogen über das ganze Feld. Und schlussendlich hat er mich dann in den Elektrozaun eingewickelt. Und es hat mich die ganze Zeit so geschockt. Das war wirklich Horror. Aber ja, meine Schwester hat es lustig gefunden. Es war nämlich auch dabei. Und er ist davon. Meine Verbindung zu ihm ist sehr gross, aber mehr im Sinne von, wo er halt wie unser Baby ist. Wir haben ihn von klein an, wir haben gesehen, wie er geboren ist, wir haben alles mitbekommen. Und gesehen, wie er aufwächst. Und das ist halt schon, ja, es bindet ihn auf eine ganz andere Art und Weise. Wir kommen immer wieder mal vorbei, wenn es Zeit zulässt, mit Kindern und Arbeiten und alles. Aber, ja, also eben, wir kommen mit ihnen pflegen, mit ihnen schmüseln, aber mit ihnen halt nicht reiten. Ich bin auch schon drauf gehockt, aber es ist einfach im Moment, vor allem jetzt, als ich Kinder habe und alles, ist mir es einfach ein bisschen zu riskant. Also vorher, als ich noch keine Kinder hatte, ja, bin ich auch schon drauf gehockt. Aber man spürt schon, dass ich so viel PS unter habe. Das ist wirklich nicht normal. Ich habe noch zwei Hunde, der Mokka und der Onyx. Ja, ja. Ja, ja. Ich finde, Tiere sind halt allgemein, oder? Sie sind sehr ehrlich. Du weißt echt immer, wo du dran bist. Das ist einfach so das Zusammenleben, das ich finde, das mir einfach sehr viel gibt. Und halt auch die Liebe. Man kommt heim und man weiß genau, sie kommen einem entgegen. Und ich würde sagen, es ist sicher auch gesund für uns Menschen, wenn wir immer wieder so die positive Energie um uns herum haben. Ist gut gemacht, ne? Ja?